Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder am Start. Ich wollte euch einfach mal erzählen. Ja, was wollte ich euch erzählen? Ja, ich wollte euch einfach meine Ausbeute zeigen, was ich in letzter Zeit so gekauft habe und was bei mir so abgeht. Ihr seht, ich habe jetzt kurze Haare. Das ist auch eine Veränderung, die sich eingeschlichen hat. Ich habe einen Pony. Und ich habe kurze Haare. Habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ne? Ich habe meine Haare auch wieder heller bzw. dunkler gefärbt. Also es war hell. Ja, habe mich kurz entschlossen, dann wieder dunkel zu färben. It's a never ending story mit mir. Ja, ich bin ganz unentschlossen. Ne? Und deswegen sieht es jetzt so aus. Meine Mutter ist gerade da. Und ja, was machen Mütter, wenn die bei einem der Kinder zu Hause sind oder bei der Tochter? Sie räumen auf. Kann eigentlich nicht so weitergehen. Ich muss mal selbst so ein bisschen aufräumen. Man will nicht so drüber reden. So, ne? Ja, mein letztes Video ging es um Pamela Reif. Ich habe ein Reaction-Video gedreht. Und es kam irgendwie nicht so, also ich würde nicht sagen, es kam nicht gut an, sondern es haben einfach nicht so viele Leute das Video geschaut. Ja, ich wollte auch eine Roomtour machen, habe ich auch nicht geschafft. Im Grunde genommen geht es bei mir um ziemlich vieles. Also ich habe so viel Bock irgendwie, so vieles zu machen. Ich möchte einen Etsy-Shop eröffnen, ich möchte eine Etsy-Shop-Idee haben und damit richtig Business machen. Und hallo Mama! Ah, sie sieht es nicht. Ich möchte einfach alles. Ich möchte Spagat können. Ich möchte eine neue Sprache lernen. Ich möchte... Wieso hat sie das Klo, die Spülung angemacht? Ich möchte ziemlich viel und ich kriege davon nichts gebacken. Also ich kriege eigentlich... Also ich mache davon eigentlich gar nichts. Ja, und ich denke mir so, Chang, bleib bei deinem Schuster oder... Bleib bei dem, was du machen kannst. Also bleib bei dem, was du kannst. Just focus on that. Ja, mache ich nicht so, ne? Ja, ich wollte euch ja mal meine Ausbeute zeigen. Ich habe mir zwei Zara-Jacken gekauft bei Vinted. Ja, ich wollte jetzt so ein bisschen nachhaltiger leben. Und deswegen habe ich mir jetzt bei Vinted was gekauft. Und ich habe auch natürlich auch Geld gespart, ne? Also wenn man bei Zara das dann kauft, dann zahlt man auch schon das Doppelte und so. Und da habe ich Schnäppchen gemacht. This is how it's got to be. First impression. Wie findet ihr die? Richtig fancy, oder? Richtig schickimicki. Und diese Jacke hier. Das ist so eine Oversize-Jacke. Was heißt Oversize? Also es ist so eine Crop-Jacke. Die hält schön warm. Später. Heute steht an, dass ich noch tanzen gehe. Ich übe es auch so ein bisschen, nehme euch so ein bisschen mit. Die Quali von dem Handy hier ist ein bisschen kacke, also weil ich es mit meinem Handy aufnehme. Normalerweise habe ich meine professionelle Kamera, aber heute habe ich sie nicht mit. Deswegen wundert euch nicht über die schlechte Videoqualität. Ich hoffe, es schreckt euch nicht auf, mich anzugucken. Man sieht außerdem meine ganzen Pickeln und sowas nicht. Ach so, und was ganz Wichtiges habe ich vergessen zu erzählen. Ich habe meine Nails gemacht. Oh mein Gott, ich habe so ein Glow-up, Leute. Ich fühle mich so fresh. That is how it's got to be. Yes, ich bin jetzt Sailor Moon. Kennt ihr diese Verwandlung, wo sie dann die Nägel lackiert bekommt? Ja. That's me too. Ich wollte nochmal mein Augenbrauen zupfen lassen, also so mit so Fäden, ne, beim Türken und meine Oberlippe auch. Okay, Jungs, wer dieses Video sieht, ja, wir Frauen haben auch unsere Problemzonen, also... Okay,
Das war's an dieser Stelle. Ich hoffe, viele Grüße von meinem Bändchen und viele Grüße von mir. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Tanzen und wir sehen uns später. Bis gleich. Hey Leute, es ist soweit. Ich begebe mich ins Fitnessstudio. Nein, ich begebe mich in die Tanzschule. Und wollte euch einmal mal sagen, was ich angezogen habe und wie gammelig es einfach aussieht. Okay, ich kann es nicht drehen. Ich kann es so machen. Ja, ich bin heute echt so was von gammelig drauf. Und deswegen wird es auch ein Gammel-Look des Jahrhunderts. Also es sieht eigentlich ganz okay aus, aber ich fühle mich einfach so voll scheiße irgendwie. Und deswegen ist es nicht so schlimm, dass man auch mal scheiße aussieht. Ja, okay, dann mache ich mich mal auf. Ja, und teile euch so ein bisschen mit, was ich da an Videos gedreht habe. Mal schauen, ob ich mich überhaupt tanzen, ob ich mich zeige, tanzen zeige. Ja, ihr habt nichts zu verlieren. Also ich habe nichts zu verlieren. Ich tanze eh nicht so schön. Deswegen mache ich das wohl. Bis später. Hallo Leute, was geht? Was steht? Oh mein Gott, ist sie fresh vom Tanzen. Ja, ich wollte einfach mal erzählen, dass ich mein Video bearbeite. Es ganz lustig ist, so wie ich so momentan drauf bin. So wie eine, so eine betrunkene Chinesin, die so, ja, die sich gerade ins Stadtleben so sich begibt. Also die vom Dorf kommt und dann das Stadtleben so entdeckt. Ich war gerade beim Tanzen und ich habe kein Video mehr gemacht, weil der Lehrer war irgendwie so gemein heute. Er meinte so, ja, irgendwie müsst ihr mal ein bisschen mehr mit dem Grooven das haben und ein bisschen so nach dem Beat tanzen und euch nicht immer so versteifen und so. Und dann guckt er mich so an. Also er hat mich nicht so angeguckt, aber ich wusste, dass er mich damit immer gemeint hat, weil ich der Inbegriff von Steifheit und Stock im Arsch tanze. Das war ziemlich fies. Ja, und dann habe ich mir gedacht, so, ja, für mich irgendwie nicht. That's not my struggle. Auf jeden Fall bin ich nach Hause gegangen, hatte erstmal einen Tiefpunkt erreicht im Leben, habe geduscht und dann ging es mir wieder besser. Also kalt duschen hilft mir irgendwie immer super. Ja, und jetzt mache ich meine Stretching-Routine. Was diese Frau alles versucht zu schaffen. Ja, Stretching ist ein Muss, Leute. Jeden Abend Stretching, Leute. Ihr werdet älter und eure Muskeln verspannen sich. Deswegen hört auf eure Mutter und macht Stretching. Ja, ihr seht mein Zimmer eigentlich ganz gut in diesem Winkel. Sieht ein bisschen unordentlich aus. Es ist nicht unordentlich. Ja, aber ja, wir werden sehen, ob ich mich jetzt stretche. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt stretchen. Es ist auch schon, wie spät ist es? 10. Okay, Stretching Time.
Ja, in diesem Video wollte ich ja euch darüber erzählen, über das Anerkennen des eigenen Erfolgs und über positive Energie und Ausdauer, also am Ball zu bleiben. Und ich wollte euch einfach mal meine Erfahrung teilen. Und zwar mache ich seit über vielen Monaten jetzt schon, übe ich schon Spagat zu üben. Und dazu gehört ja auch, dass ihr euch selber wertschätzt, was ihr da tut. Und also ich habe ja Spagat angefangen zu lernen und ich habe gemerkt, es ist nicht nur eine Übung, sondern auch eine Reise zu mir selbst. Also ich habe schlechte Tage und gute Tage gehabt. An den meisten Tagen habe ich versucht, trotzdem versucht durchzuziehen, auch wenn ich einmal einen schlechten Tag hatte oder einen überglücklichen Tag an dem Tag, wo ich dann dachte, ey, ich brauche das nicht zu machen, ich schaffe das sowieso. Und ja, je tiefer ich kam mit meinen beiden Beinen, desto glücklicher wurde ich. Ich habe gemerkt, unsere Stimmen, also wir können selber unsere Gedanken steuern im Kopf. Und wenn du etwas nicht kannst, dann kannst du dagegen steuern und deine Gedanken bewusst machen und sagen, hey, ich schaffe das, dann ist es nicht mehr so schwer, das anzugehen. Das alles spielt in unseren Köpfen ab, aber wir können es schaffen, wenn wir unseren Mindset dazu trimmen, positiv zu sein. Ja, mach das, was dir wichtig ist. Versuche, dich zu fokussieren und dich nicht ablenken zu lassen oder immer aufs Handy zu schauen und zu gucken, wer hat dir denn geschrieben. Ja, also ich habe 30-Tages-Challenges immer angeschaut und ich dachte mir, wow, wenn der das schafft, dann schaffe ich das locker auch. Aber das war auch nicht so. Also es war nicht so einfach. Ich habe gemerkt, ich habe eine andere Struktur im Körper, also einen anderen Körper und ich bin halt anders gepolt als alle anderen. Und ich bin halt nicht so gelenkig wie alle anderen. Und ja, da habe ich mir dann halt das auf mich zugepasst, ne? Also ich habe dann halt gesagt, ja, es geht gar nicht darum, dass du richtig hart daran arbeitest, sondern dass du regelmäßig das machst. Deswegen habe ich mir gesagt, ja, mach das, was du kannst und übertreibe nicht und sage, wenn die anderen das in 30 Tagen schaffen, dann schön und gut, aber du bist nicht so eine. Du schaffst das. Du brauchst deine Zeit. Und das ist etwas, was man im Laufe der Zeit dann also lernt beim Spagat lernen. Und ich habe dann halt gemerkt, ich brauche einfach diese Zeit und mich selber zu besinnen, was ich schaffen kann und was nicht. Und letztendlich geht es gar nicht um den Spagat, sondern es geht um das Tun. Und das war auch eine Erkenntnis für mich, die total mich weitergebracht hat. Denn ich war so dankbar für die nächste Runde, die ich eingeweiht habe. Also es war so voller Tränen und ich habe immer geheult und war so dankbar, dass ich an dem Tag, an dem ich halt die größte Hürde und größte Hemmung hatte, es dann wirklich dann getan habe. Ja, und das wollte ich euch einfach mal mitteilen, dass man, wenn man sich seiner Angst stellt, dann hat man auch keine Angst mehr. Also es geht gar nicht darum, seine Angst zu besiegen, sondern sich einfach nur vor Augen zu führen, wovor renne ich denn eigentlich weg und was macht mir gerade Angst? Und so, ja, verschwindet die Angst so mit der Zeit und du machst dann die Sachen dann regelmäßiger, ohne darüber jetzt groß nachzudenken und zu zweifeln und so in Selbstmitleid dich zu wühlen und so. Also ich wollte mein Selbstbewusstsein aufbauen. Und ja, wie gesagt, also ich habe das geschafft und ich habe bin mein Praktikum angegangen und ich bin jetzt seit 4 Monaten dabei und ich hatte davor so Probleme, unter Menschen zu kommen. Ich bin förmlich, metaphorisch oder buchstäblich nicht aus dem Haus gegangen, weil ich so Angst vor
Menschenkontakt hatte. Aber jetzt arbeite ich sogar noch mit Menschen zusammen. Also das ist schon eine Leistung. Und das verdanke ich alles, dem Spagat lernen. Ja, es ist eine Reise zu mir selbst und eine Reise, auf die ich weiterhin begebe. Also die endet nicht. Und ich möchte auch nicht, dass sie endet, weil sie wunderschön ist. Dieses Tun und Machen und wen immer weniger an mir zweifeln und immer positiv dabei zu bleiben. Also man trainiert auch sich selber und natürlich auch seine positive Energie. Und das ist so was von wertschätzend und so ein großer Erfahrungsschatz, den ich jeden an euch weitergeben kann. Schätzt das, was ihr erreicht habt. Es geht nicht ums Ziel, wie man schön kalendarisch immer diesen Spruch kennt. Es geht darum, dass ihr selbstbewusst seid und keine Angst habt, Dinge anzugehen und das zu überwinden. Ja, ich habe so viel darum geredet. Das Video geht halt darum. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Es sollte ein kleines Motivationsvideo werden. Und ja, es hat mir Spaß gemacht. Also ich war ein bisschen unvorbereitet, aber vielleicht habe ich doch die Kurve bekommen noch. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, so über Motivation und Happiness und positive Energie, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!